Bürger der Welt. Das gewaltige Reich der aufgehenden Sonne hat sich erhoben. Der Tag unserer Bestimmung ist gekommen. Wehrt euch nicht gegen das Unvermeidliche. Die Sowjets haben sich widersetzt und sie haben dafür gebüßt. Ich sage euch, macht nicht denselben Fehler. Überleben ist keine Frage des Glücks, sondern eine Frage der Wartung. Leben oder vergehen. Es liegt an euch. Du bist dagegen? Vater, wir hätten den Alliierten nicht die Chance lassen sollen, sich zu ergeben. Wir hätten sie angreifen sollen ohne Warnung und sie dann auslöschen. Sie werden sich nicht widersetzen, mein Sohn. Nicht nachdem sie gesehen haben, was den Sowjets widerfahren ist. Aber Vater, wir haben Nachrichten von meinem Spion im alliierten Hauptquartier. Sie planen einen Angriff auf unsere Basis in Pearl Harbor. Pearl Harbor? Unmöglich! Wirklich? Es beherbergt so viele heilige Schreine. Außerdem unsere halbe Flotte. Es wäre mehr als verwegen. Du scheinst nicht zu verstehen, wie sie denken, Vater. Die Alliierten glauben, wir seien unterlegen. Schon immer. Deswegen müssen wir gnadenlos mit ihnen umgehen. Dann tue, was du tun musst und verstärke umgehend unsere Abwehr. Für den Angriff auf unser Pearl Harbor. Ja, Pearl Harbor. In dieser Zeitlinie ist das in der Hand der Japaner. Ist nett. Ja, Solo. Achtung, die Alliierten planen einen Angriff auf die Hawaii-Inseln. Einen heiligen und strategisch bedeutsamen Besitz unseres Reiches. Sie denken, es wird eine Überraschung für uns, aber General Tatsu hat schon längst einen Plan, wie wir den Feind zerschmettern können mit unseren mächtigen Schlachtschiffen. Sie verteidigen Pearl Harbor und all unsere kulturellen Schätze dort. Treiben Sie den Feind ins Meer zurück. Die Alliierten haben schon fast unsere Position erreicht mit einer gewaltigen Flotte. Kronprinz Tatsu hat noch mehr für Sie. Verteidigen Sie die Häfen, Commander. Die Alliierten dürfen Sie nicht besetzen. Halten Sie durch, bis unsere Schlachtschiffe eintreffen. Okay, Verteidigung. Verteidigen. Das heißt, bauen jetzt hier. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Wir bauen jetzt eben mal eben ganz schnell hier. Bauen jetzt erstmal eben schnell die Defender-Kerne hier überall hin. Ja. Die Bewegungen des Feindes verfolgen können. Erobern Sie sie mit Ingenieuren. Neues Bonusziel erhalten. So, gut. Wir sollen also, den bauen wir jetzt erstmal einen Ingenieur. Ich bin Commander Naomi Shirada. Auf Befehl des Tenors werde ich Sie unterstützen bei der Verteidigung von Pearl Harbor. Ich werde das östliche Hafengebiet sichern. Ja, du mich auf. Wo ist jetzt der Ingenieur gelandet? Achso, wir haben hier schon welche. Abgeschlossen. Also dahin. Du dahin. Und wir bauen noch ein paar Defender-Kerne. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben Panzer, Mecha-Tengu, Striker, SX. Das ist gut, davon bauen wir gleich mal 12. Und wir haben Schiffe, die wir bauen können. So. Da haben wir Tsunami-Panzer und Mini-U-Boot. Schiffsabwehr, Ampel, Panzerabwehr. Davon hätte ich gerne noch 6. Ungeeigneter Bauplatz. Was? Ungeeigneter Bauplatz? Also, ich baue jetzt erstmal noch einen an jeden hin. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Wo ist denn jetzt ein ungeeigneter Bauplatz? Welcher ist denn jetzt nicht gebaut? Oh, der ist gebaut. Achso, du kommst da jetzt nicht hin, oder was? Bist du nicht amphibisch? Doch, bist du doch. Also. Tja, jetzt so viel zur Überraschungsparty. Aber das macht mir nichts. Ich kämpfe sowieso lieber Auge um Auge. Unzureichende Mittel.
Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, misch auch. So, aua. Ja, und schon haben wir hier wieder keine... da ist einer. Da sitzt einer. Das heißt, wieso hörst du da fest? Du solltest eigentlich hier hin. Oh, naja. Wenn man lieber zu lange Strecken wegschickt. So. Ja, wir wollten noch... Ach, wir haben kein Geld mehr. Unterbrochen. Abgebrochen. Dann stoppen wir hier mal eben die Produktion. Und, nee, die Striker lassen wir aber. So, ihr seid ja amphibisch, das heißt... euch lasse ich da stehen. Einen brauchen wir noch. Abgebrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Nein, den solltest du eigentlich noch zu Ende... Ah, ich ein zu viel abgebrochen. Ziel wählen. Ja. Einmal darüber. Bau abgeschlossen. Machen wir zwar nicht ganz so viel Schaden, aber na gut, was soll's. So, noch einen Defender-Kern. Den bauen wir hier erstmal noch hin, dass wir einen noch einen zweiten an jedem noch haben. Damit wir einen haben, auch den wir zur Luftabwehr machen können. So, dann haben wir nämlich einen Turm für Bodeneinheiten und einen Turm für Lufteinheiten. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Ja. Dann machen wir aus dir jetzt mal eben eine Luftabwehr. So, dann kann nämlich der nächste Defender kennen. Kann nämlich hier oben hin. Dann sage ich jetzt erstmal. Mann, komm mal hier. Komm rüber hier. Wieso bist du. Ach, du bist von da aus angegriffen und schafft keine. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mal eben reparieren. Die Distanz ist zu groß. Unser Verbündeter aber wird wir kümmern uns hier eben eine Einheit wird angegriffen. Darum. So, dann lassen wir mal. So, und dann. So, ja, zwei für Luftabwehr. R3. Ja, die tot hier da unten. Komm schon. Letztes Geschwader bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ein Verbündeter wird angegriffen. Also 7 Minuten müssen wir noch durchhalten. Was machen wir denn jetzt? Ehrenhafte Entlassung autorisiert. Die Tsunami-Panzer. Davon hätte ich ganz gerne noch 4 Stück. Die kommen dann hier zu den Strikern hinzu. Machen wir es erstmal so. Und Mechas. Mechatengo 4. Ne, 6 Stück gehen, sind okay. Habe ich noch einen Turm? Ne, haben wir noch nicht. Wir müssen noch einen Turm bauen. So, wo ist denn jetzt. Wieso hängst du da fest? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Du sollst hier oben hinfahren. Und da werden wieder welche abgelassen. Das ist weniger das Problem. Du kommst jetzt mal eben dahin. Damit werden, sollten unsere Soldaten eigentlich fertig werden. Einheit verloren. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Wir sollten bei uns auch mal einen Turm. Unser Verbündeter wird angegriffen. Okay, passt schon. Ziel wählen. Die können einem hier auch nix. Erstmal ein bisschen Energie wegnehmen. Komm. Na gut, hat nicht ganz gereicht. Gut gebaut.
Ja, noch ein Turm bitte. Feindliche Einheiten entdeckt. Defender-Kern bereit. So, den packen wir mal dahin bitte. Und wir sollten mal eben auch ein paar kleine Krieger für uns bauen. Neue Bauoptionen. So, einmal bitte zum Jet-Modus. Naginata-Kreuzer, das ist doch sehr schön. Die können Vollfächer beseitigen von Schiffstorpedos. Wieso wird das... Ich würde sagen, komm mal nicht rum. Dann greifen wir doch mal mit dem Naginata-Kreuzer so ein bisschen hier auf der Basis mit ein. So, du stellst dich bitte hier hin. So, und ihr seid jetzt einfach mal meine Angriffsgruppe 2. Aber jetzt nehme ich die Flugeinheiten wegmachen können. So. Dann ist hier auch erstmal Feierabend. Verliert jetzt natürlich alle, das war so klar. Das war eine ganz dumme Idee. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Letztes Geschwader bereit. Ziel wählen. So, mach das weg. Dann sollten die Flugangriffe zumindest aufhören. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, ja. Wird gebaut. 2 hätte ich davon ganz gerne und davon hätte ich gerne 6. So, und ihr seid jetzt Nummer 1. Weil von der Luftwaffe her seid ihr ja mit diesen Plasmatoren dürftet ihr ja nicht erwischt werden. Dann müssten eigentlich unsere Striker ein leichtes Spiel haben mit der Abwehr. Denke ich. Hoffe ich. Weil viel Abwehr ist hier nicht mehr. Unser Verbündeter wird angegriffen. Jetzt nehmen wir den erstmal weg, oder? Ne, wir greifen hier an. Einheit verloren. Ja, dann greifen wir erstmal den da an. Bau abgeschlossen. Mach den weg, mach den weg, mach den weg, weg, weg. Den auch. Und den. Vorsicht, Commander. Spione versuchen, unser Langstreckenradar zu deaktivieren. Ah, sollen sie probieren. So, Tengus, mach die weg. Den Bauhof jetzt noch erledigen, dann haben wir schon mal einen großen Vorteil. Und wir haben eine Nanoschwarm-Superwaffe, die jetzt super ist. Kommen wir hier zurück. Wir haben ein bisschen. Oh, wir haben zu wenig Energie, sehe ich gerade. Generatorkern, bitte. Wieso haben wir zu wenig Energie? Letztes Geschwader bereit. Generatorkern bereit. Generatorkern. So. Einmal bitte auspacken. Ja, wir sind der Weg. Ihr stellt euch bitte hier hin und verteidigt dieses Gebäude. Nein, stopp. Ich will wieder drauf drücken. So. Wo haben wir denn? Nanoschwarm. Spezialdrohnen, die sich in den Nanoschwarm verwandeln, der seine Zeit einen undurchdringlichen Schild erzeugen kann. Brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist nur meines Erachtens nur rausgeschmissenes Geld. Können wir. Ja. Können wir hier noch. Da versuchen die Luftabwehr eben zu erledigen. Ja, nee, das wird nix. Dann opfer ich jetzt diese Einheiten hier. Unser Verbündeter wird angegriffen.
unzureichende Mittel. Und fliegen damit hier hin. Um zumindest das Luftabwehr erstmal abzusichern. Und dann brauche ich ganz gerne noch einen nur noch. Sehr gut, der reicht. Ich hätte ganz gerne ein paar Striker. Zwar 8 Stück. Und ihr geht hier hin. Beziehungsweise dahin. Ja. Ja, soll er. So, können wir hier mal eben wieder reparieren. Wir haben noch 20 Sekunden und dann haben wir die Flotte erreicht. Wieso hast du hier ein... Das geht gar nicht. Baut er hier einen Bauhof hin? Sag mal. Geht hier mal gar nicht. Was soll denn der Scheiß? Na gut, unsere Flotte ist eingetroffen. Wir brauchen die Scheiße hier nicht mehr verteidigen. Die Schlachtschiffe sind da, Commander. Sie werden den Feind mit ihrer Hilfe in die Knie zwingen. Er ist ungeschützt und reif für den Todesstoß. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Da sind die Verstärkungen. Schon Schlachtschiff. Und ja. Warte, was waren nicht alle? Fehlen noch zwei. Verstanden, Zentrale. Ja, seid ihr das? Zentrale, schön, dass Sie sich melden. Okay, ich möchte ganz gerne alle erwischen. Danke. Schön, dass Sie sich melden. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, da ist er. Ihr dürft mal eben da oben hin und das kaputt machen. Ah ne, komm, das macht das andere Ding gleich. Und wir haben schon wieder nicht alle mitgekriegt. Oh. Dann kommen die mit hier hin. Kommt hier, macht sie tot. Dann müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir die Plasmatürme hier erledigen. Weil die sind gerade am gefährlichsten. Genauso wie die hier. Beziehungsweise die Flugabwehr ist noch viel gefährlicher. Weil wenn die weg ist, können wir einfach mit Luftflug, also mit der Luftwaffe zuschlagen. Oh nee, wir können die nicht angreifen. Aber wir können hier einfach losschlagen. Aus sicherer Entfernung. Und der Jet Tengu sorgt dafür, dass wir jetzt die blöden Flugzeuge loswerden. Aber naja, gut. Angreifen bitte. Oh, wir machen die Basis hier kaputt. Da ist auch noch eine Basis. Oh. Ja, seid gerade eben alle Nummer aufgestiegen. Jetzt geht's eigentlich nur noch um Reste aufräumen. Einsatzziel erreicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Ja. So. Schön, Sie haben gewonnen. Ich mochte Hawaii sowieso nicht. Sie haben Hawaii gerettet und viele, viele Leben. Danke, Commander. Kronprinz Tatsu wird überaus erfreut sein. Das glaube ich. Und das fällt noch. Sehr schön. Wir sind siegreich.